Gäste heute hier haben oder einen interessanten Gast. Ganz herzlich willkommen, Saskia Esken, unsere neue SPD-Bundesvorsitzende. Wir werden Ihnen heute einen kurzen Überblick geben über die Themen der Klausurtagung, über das Thema des ersten Tages. Ich freue mich auch, dass unsere wohnungspolitische Sprecherin Natascha Kohnen und Landesvorsitzende Natascha Kohnen bei uns ist. Und es beginnt der Fraktionsvorsitzende Horst Arnold. Herzlichen Dank, Gudrun. Also Ihnen allen zuerst nochmal ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Winterklausur. Diese Klausur steht diesmal unter dem Motto modern, sozial, nachhaltig aus Verantwortung für Bayern. Ganz besonders freue ich mich, die Saskia Esken bei uns zu begrüßen zu dürfen, dass Sie Bundesvorsitzende, das erste Mal, dass du in Bayern offiziell auftrittst. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, bei uns zu sein. Wir haben viel miteinander zu reden, auch viel zu arbeiten und deswegen ist es gut, dass du da bist. Herzlich willkommen nochmal ganz von meiner Seite aus. Trotz vieler Anfragen hast es du auch tatsächlich geschafft, zu uns zu kommen und das muss man sagen, in der kurzen Zeit, Chapeau. Dann begrüße ich natürlich die Landesvorsitzende neben mir, die Natascha Kohnen, die natürlich in dem Fall umrahmt von zwei Parteivorsitzenden, dafür darauf achten, dass der Fraktionsvorsitzende nicht ausweicht oder keine Ausbrüche macht, aber da hätten Sie sich geschnitten. Die Fraktion ist insoweit natürlich autonom. Macht aber nichts, wir werden sehen, wir finden das zusammen. Bei unserer diesjährigen Winterklausur wollen wir uns der Frage widmen, wie wir diese Gesellschaft gemeinsam gestalten und modellieren können. Unser Anspruch ist es, modern, sozial und nachhaltige Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit zu erarbeiten. Das tun wir zum einen mit Expertinnen und Experten, beispielsweise aus der Kommunalpolitik und der Wirtschaft, aber auch mit Leuten aus der Praxis ganz konkret vor Ort, die uns dann entsprechenden Input geben werden. Vier Bereiche nehmen wir dabei besonders in den Fokus. Wir wollen auf der einen Seite auch mit oder hauptsächlich dein Thema die Zeit des digitalen Wandels, die Chancen schaffen, nicht nur schaffen, sondern auch verteidigen und weiterentwickeln. Der digitale Wandel prägt wie keine andere Entwicklung unsere Zeit, unsere Gesellschaft, unser Land, aber auch den internationalen Wettbewerb. Und wenn es um Teilhabe geht an sozialen Möglichkeiten, ist genau dies der Punkt, wo man ansetzen muss. Wir wollen aber auch die Kommunen stärken, und zwar durch einen handlungsfähigen Staat, der die Kommunen tatkräftig unterstützt, zum Beispiel durch dringend notwendige Investitionen im Bildungsbereich oder für einen öffentlichen Nahverkehr, der dieses Wort auch wirklich verdient und selbstverständlich im Bereich der Daseinsvorsorge, Stichwort Bäder, Wasserversorgung und so weiter. Wir wollen aber auch Demokratie leben. Deswegen werden wir morgen ganz konkrete Vorschläge für eine starke, tragfähige Bürgerdemokratie entwickeln. Das Demokratiemodell Bayern modernisieren und so ausgestalten, dass es nachhaltig auch weiterhin als Leuchtturm im ganzen Bundesgebiet vorhanden ist. Wir wollen die Zukunft sichern. Und hier geht unser Ansatz für einen sozialen Klimaschutz, der unsere Tradition ist, tatkräftig weiter. Und zwar werden wir uns am Donnerstag insbesondere mit der Ressourcenverschwendung, der Reduzierung des Wasserverbrauchs, mit den Müllbergen und der Lebensmittelverschwendung beschäftigen. Dazu werden wir Anträge entwickeln und auch ein Konzept vorlegen. Der heutige Nachmittag steht ganz im Zeichen der Frage, wie können wir sozialen Fortschritt auch im digitalen Zeitalter sichern? Oder es ganz deutlich zu sagen, wie schaffen wir es hier in Bayern, die digitale Spaltung, die ja bereits teilweise vorhanden ist, die sich mehr als nur anbahnt, zu verhindern. Die Glasfaser ist das wichtigste Instrument dafür. Wenn es um Digitalisieren geht, wissen wir natürlich, dass 50 Mbit pro Sekunde die entscheidende Situation sind. Und da ist es in Bayern teilweise mindestens 30-35% noch gar nicht so, dass wird immer die Zahl von 30 Mbit genannt und von der Staatsregierung gefeiert. Das bedeutet, man kann nicht streamen, man kann keine Video- bzw. keine Internetkonferenz abhalten und das ist natürlich ein Punkt, der ins Negative geht, wenn es darum geht, die Chancengleichheit von Wirtschaft, vom ländlichen Raum, die gleichwertigen Lebensverhältnisse zu schaffen.
Im Vergleich international ist Bayern auch ziemlich weit hinten. Wenn man sieht, dass zum Beispiel Südkorea 80,4% entsprechendes Glasfaser hat, in Europa ist es Spanien mit 57,7% und in Bayern sind es gerade mal in dem Zusammenhang 18%. Das ist ziemlich wenig. Klar ist es aber, wir müssen in Bayern nicht nur auf die schauen, die verantwortlich dafür sind, sondern das gemeinsam weiterentwickeln. Deswegen wissen wir, dass die Digitalisierung große Chancen für die Wirtschaft, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und gerade in diesem Flächenland bietet. Digitalisierung ist aber nicht mehr hinwegzudenken bei den neuen Diskussionen um die soziale Frage. Und dazu ist natürlich genau nochmal, ich sage es deutlich, die Voraussetzung ein schnelles Internet bis in den letzten Winkel Bayerns hinein und ein leistungsfähiges Mobilfunknetz im ganzen Land. Und das heißt aber auch, weil wir gerade mit der Landwirtschaft reden und uns damit beschäftigen, ja, bis zur letzten Milchkanne, um das mal deutlich zu sagen, was ja von der Bundesministerin in Zweifel gezogen worden ist. Jedenfalls kommt sie nicht von uns, aber sie ist zumindest in der Regierung. Derzeit werden teilweise ganze Regionen vom Fortschritt abgehängt und hier gelingt der Staatsregierung eigentlich nicht, das zu halten, was sie seit Jahren verspricht. Das Narrativ Laptop mit Lederhosen, das sich uns aufdrängt sozusagen als Erfolgsgeschichte, ist eigentlich, wenn man die Realitäten anschaut, tatsächlich in die Hosen gegangen. Wir fordern deshalb gleiche Voraussetzungen für alle Menschen im Freistaat. Das ist keine Gleichmacherei, sondern es geht um gleiche Voraussetzungen, um die Chancen zu nutzen, die im System sind. Und ich kann natürlich nicht darauf verweisen, dass wunderbar Altgriechisch unter Umständen angeboten wird. Wenn aber Altgriechisch in dem Bereich als Modul nicht runterzuladen ist, von einer Plattform, von einer Lernplattform, dann nützt mir das nichts. Und der Lehrermangel, der wird dadurch auch nicht besser, dass ich auf diese Situation verweise, neue Stellen einzustellen. Also die Digitalisierung ist eines der Punkte, die uns vorantreiben. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir mit Saskia Esken, unserer Bundesvorsitzenden, eine echte Expertin zu diesem Thema an meiner Seite haben. Aber nicht nur das, Sie stehen ja auch, oder du stehst ja auch, jetzt sage ich Sie, um Gottes Willen, Sie, die Bundestagsfraktion und die Entwicklung steht ja auch wie keine andere für sozialdemokratische Antworten auf den digitalen Wandel. Und das nicht erst seit Berlin, das nicht erst seit der Vorstellung, zur Runde, die wir schon lange mitverfolgt haben, du warst ja zweimal in Bayern, sondern das traditionell aus deiner Ausrichtung politisch. Du stehst also für eine Digitalpolitik, die vielen im Blick hat, nicht die wenigen. Deshalb, weil wir jetzt viele da haben und wir die wenigen sind, übergebe ich dir das Wort. Sehr schön. Lieber ausgewählte Natascha, sehr geehrte Damen und Herren, bin der Einladung sehr, sehr gerne gefolgt und mache auch gerne einen kleinen Ausflug sozusagen ins Fachliche, wenn man ja jetzt als Parteivorsitzender halt oft eher als Generalistin gefragt ist, dann da auch mal wieder in die fachlichen Themen einzusteigen. Mache ich sehr gern. Du sagst es ganz richtig, der technische Fortschritt schreitet immer weiter voran, insbesondere in der Digitalisierung, und der treibt uns um, er verändert, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir lernen auch, und es liegen ganz großartige Chancen in dieser Technologie, aber eben nur, wenn wir sie gestalten. Es ist wie mit allen technologischen Entwicklungen, die SPD ist gegründet worden vor 156 Jahren, weil es notwendig war, eine technologische Entwicklung, nämlich damals die Digitalisierung, zu gestalten, weil es nämlich ein gesellschaftlicher Umbruch war, und so stehen wir heute genauso davor, und deswegen stellt ihr auch die richtigen Fragen mit eurer Winterklausur. Wie gestalten wir diesen technischen Fortschritt und wie gestalten wir ihn vor allem so, dass er eben auch sozialer Fortschritt wird und dass alle auch daran teilhaben können? Und sozialer Fortschritt für alle heißt auch sozialer Fortschritt für die Gesellschaft im Ganzen, nicht nur für die Einzelnen. Bisher erleben wir aber doch eher, dass die Technologie uns gestaltet, dass Technologie uns sozusagen vorgibt, die Fakten schafft und nicht wir. Wir erleben, dass wenige Digitalkonzerne definieren, was wir brauchen, was ihre digitalen Dienste für uns leisten sollen. Und wir begrüßen jede Neuerung, die daherkommt, jede neue Release als ganz besonderes Geschenk und sind sozusagen Empfänger von Geschenken der Innovation. Und dabei geht es vielfach gar nicht darum, was diese Dienste für uns leisten sollen, sondern was sie für die Kundschaft dieser Konzerne leisten sollen. Das sind gar nicht wir, die Kundschaft dieser Konzerne, das ist die Werbewirtschaft. Und wir erleben also, dass wir in der digitalen Welt nicht etwa gestaltende Akteure sind, sondern dass wir viel mehr zu Konsumenten degradiert werden oder noch schlimmer zur Ware. Und ich denke, da müssen wir
ansetzen. Dazu kommt, die Konzerne machen zwar weiterhin Umsatz und nicht wenig, aber Steuern bezahlen sie woanders und eher wenig. Und die beteiligen sich also nicht an der Finanzierung unseres Gemeinwesens. Wenn du davon sprichst, dass wir Kommunen stärken müssen, so zum Beispiel durch Investitionen, dann müssen die eben auch finanziert werden. Und wenn wir mehr und mehr Wertschöpfung haben durch Konzerne, die nicht bei uns auch oder eigentlich auch sonst nirgends Steuern bezahlen, dann wird es wirklich schwierig. Außerdem halten sie sich oft genug nicht an unsere Regeln, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Wir hatten uns natürlich vorgestellt, dass wir mit dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung mit der Harmonisierung des Rechts ein durchsetzungsfähigeres Recht bekommen, aber gegenüber den großen Konzernen ist es wirklich schwierig, insbesondere wenn natürlich die irische Datenschutzbehörde auch eher handzahm auch mit den Unternehmen immer hat. Ja. Deswegen haben die Datenschutzbeauftragten in den letzten Tagen davor gewarnt, sich selbst zurückgezogen, der baden-württembergische, aber auch andere, davor gewarnt, als Behörde, als Institution oder auch als Abgeordnete in den sozialen Netzwerken weiterhin zu agieren, weil ehrlich gesagt, wir eine Teilverantwortung dafür haben, dass dort Datenschutzverstöße begangen werden. Jedes Mal, wenn man WhatsApp aufmacht, dann müsste man eigentlich neu hinzugekommene Kontakte auf dem Handy vorher anrufen oder anschreiben und fragen, darf ich deine Kontaktdaten weitergeben? Wir stimmen in den Geschäftsbedingungen zu, dass wir diese Kundschaft, Kontakte gefragt haben, ob es okay ist. Macht natürlich keiner. Ja? Wir machen uns dann damit schuldig an Datenschutzgrundverordnungsverstößen und das ist schon relativ schwierig. Wir erleben heute, dass wir bei den digitalen Plattformen, bei lernenden Systemen, den zugrunde liegenden Datenschätzen und technischen Infrastrukturen tatsächlich nur die Wahl haben, welcher Macht wir uns in die Hände begeben, von wem wir uns abhängig machen, von datengetriebenen US-amerikanischen Konzernen oder von dem chinesischen Staat, der Daten ja eher zur perfekten Kontrolle seiner Bürgerinnen und Bürger einsetzen will. Mir ist bei beidem nicht wohl und deswegen glaube ich, dass wir auch das Primat der Politik wieder in die Hand nehmen müssen und das Primat auch der Gesellschaft, weil wir wollen nicht allein gestalten, sondern wir wollen gemeinsam mit der Gesellschaft gestalten und diesen digitalen Fortschritt eben auch zum sozialen Fortschritt machen, wie ich schon gesagt habe. Wir wollen mit demokratischen Mitteln eine offene und gerechte Gesellschaft gestalten, das war und ist unser Anspruch und das wollen wir auch weiterhin so tun. Die Gefahr ist eben nicht nur, dass wir die Technologieführerschaft verlieren, darüber wird ja viel gesprochen, über die technologische Souveränität, sondern wir verlieren eben auch unsere Souveränität als Individuum, als Gesellschaft, als Staat. Und das ist eine Entwicklung, die wir umdrehen müssen. Natürlich brauchen wir, damit alle teilhaben können, Netz, Mobilfunk und schnelles Internet in allen Kommunen, auf dem Land wie in den Städten. Und ich glaube, man ist da in Bayern ein bisschen besser als in anderen Bundesländern, aber trotzdem. Im internationalen Vergleich sind wir immer noch blamabel, ehrlich gesagt. Das muss man ehrlich so sagen. Und da kommt es einfach darauf an, dass wir, glaube ich, auch im Bund kompetente Infrastrukturpolitiker brauchen, insbesondere an der Spitze von Ministerien, müssten Leute agieren, die das auch tatsächlich drauf haben. Beim Netzausbau, vor allem bei 5G, wird ja viel über Souveränität gesprochen. Ob wir einem chinesischen Hardwarehersteller eigentlich wirklich vertrauen können. Das ist wichtig, aber wenn es nicht nur unsere Arbeitswelt, sondern auch das private Leben, das Lernen, die Zivilgesellschaft, das staatliche Handeln nicht nur vom Netz abhängt, sondern eben auch von diesen digitalen Diensten, dann müssen wir diesen Diensten vertrauen können und da müssen wir uns drum kümmern. Die SPD-Landtagsfraktion in Bayern arbeitet da an den grundsätzlichen Fragen, entwirft Lösungen dazu, das finde ich großartig. Neben der Souveränität, von der ich spreche, von der Gestaltung, das macht auch der Politik und der Gesellschaft, kommt es natürlich auf Bildung an, auf Bildung für das digitale Zeitalter. Und da haben wir natürlich mit dem Digitalpakt einen wichtigen Schritt gemacht, einen Schritt, der sehr lange zur Umsetzung gebraucht hat, weil die Ministerin, die damalige Bildungs- und Forschungsministerin Banka, lange angekündigt hat, aber am Ende nicht umgesetzt. Das haben wir dann machen müssen in dieser Legislaturperiode. Und jetzt geht es eben darum, das auch wirklich verantwortungsvoll umzusetzen, auch so umzusetzen, dass eben nicht nur Technik in die Schulen kommt, sondern vor allem, dass auch in den Köpfen, in den Rollen, in der Pädagogik sich was verändert und dass die Pädagogik aber auch das Primat behält. Auch da geht es nicht um Technologie, sondern es geht darum, Menschen zu befähigen zur Teilhabe und auch zur souveränen und zur kompetenten Teilhabe. Und damit die Menschen fit bleiben im Beruf, wir wissen ja, dass das Wort vom Ausgebildetsein heute eigentlich schon früher nicht gegolten hat, aber heute gar nicht mehr gilt. Ausgebildet ist man nie. Das heißt, Weiterbildung muss stetig sein, muss der Normalfall sein.
Und dazu müssen wir Weiterbildungssysteme stärken. Wir müssen ein Recht auf Weiterbildungsberatung jetzt erst einmal umsetzen, im nächsten Schritt auch ein Recht auf Weiterbildung, die eben, wie gesagt, Teil des normalen Lebens- und Arbeitsalltags ist. Ihr fordert dazu auch die notwendigen Arbeitnehmerinnenrechte, ein Recht auf mobiles Arbeiten, ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Zwei Dinge, die zusammengehören, damit ich eben zum einen Leben und Arbeiten auch wirklich gut zusammenbringe, gut kombinieren kann, gut auch für die Familie da sein kann mich anpassen an die Notwendigkeiten, die in diesem Familienleben und im Privatleben eben auch stecken und auf der anderen Seite meine Ruheräume auch haben kann, immer erreichbar zu sein. Das stresst uns ja alle. Insofern alle Forderungen genau richtig passen, genau auch zum Arbeit von Morgen Gesetz, das Hubertus Heil jetzt vorbereitet in Berlin. Und ihr zeigt mit euren Vorschlägen obendrein, wie man selbst, wie der Staat, und in dem Fall das Land Bayern, auch selbst Verantwortung übernehmen soll mit eurem Tariftreuevergabegesetz dem Mindestlohn für alle Beschäftigten und alle Auftragnehmerinnen des Landes Bayern von mehr als 12 Euro. So ist es richtig, denn der ist über 12 Euro. Erst ist so ein Mindestlohn armutsfest und führt auch zu armutsfesten Renten. Und da können wir in der Vergabe durchaus auch mit Verantwortung übernehmen. Euer Motto, modern, sozial, nachhaltig, ganz genau richtig. Ihr macht euch die richtigen Gedanken zur Gestaltung der Zukunft. Das freut mich riesig. Jetzt freue ich mich zum einen erst einmal auf Natascha Kohnens Worte, dann auf Ihre Fragen und nachher auf die Veranstaltung und die Diskussion. Danke. Ja, herzlichen Dank. Nach so viel Lob von der Bundesvorsitzenden erwarte ich jetzt das Lob von der Landesvorsitzenden. Das folgt auf dem Fuße. Also erstmal ein frohes neues Jahr an Sie alle. Und es freut mich sehr, liebe Saskia, dass Saskia Esken knapp einen Monat nach Wahl zur Bundesvorsitzenden wirklich ihren Antrittsbesuch hier bei der Landtagsfraktion bei der Bayern SPD macht. Also sehr, sehr schön. Und Sie haben es ja auch gerade schon vernommen, inhaltlich ist Digitalisierung jetzt auf die nächsten Jahre hinweg gesehen eines der ganz, ganz zentralen Themen in allen Bereichen, sei es Bildung, Arbeitswelt, Gesundheit etc. Das werden wir als Bayern SPD jetzt auch vertieft aufgreifen. Insofern bin ich sehr glücklich, dass du heute hier bist. Und ich darf auch schon sagen, dass wir als Bayern SPD uns auch freuen über die Zusage, die vor zwei Tagen eingetroffen ist, dass Saskia Esken auch zum politischen Aschermittwoch nach Vilshofen kommen wird. Also da freuen wir uns sehr drauf. In gewisser Weise festgenagelt dann endgültig heute. Also sehr schön, und worüber ich speziell mich natürlich sehr freue, ist über eure Aussagen auch von dir und Novabo zu dem Thema Bodenwertzuwachssteuer, dass das jetzt Thema wird. Es ist kein einfaches Thema, aber dringend notwendig. Und wir fahren ja auch hier im Moment das Volksbegehren Mietenstopp. Und dieses Thema brennt überall. Mietenwahnsinn. Bodenspekulationswahnsinn. Insofern vielen, vielen Dank, dass ihr in diese Themen auch hineingeht. Planungswertausgleich auch ein ganz wichtiger Punkt für die Kommunen. Auch dieser Punkt ist angesprochen worden. Also das Thema Wohnen und Boden kommt auch zentral. Herzlichen Dank dafür und herzlich willkommen in Bayern. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur mal kurz sagen, es war natürlich auch ein schönes Lob. Ich muss jetzt von meiner Seite nochmal zusammenfügen. Das Recht auf Nichterreichbarkeit ist in Bayern fast zu 30% dadurch erreicht, dass man niemanden erreichen kann. Wir wollen es natürlich mit Leben erfüllen. Das wollte ich nur mal sagen. Was nützt mir das, wenn ich kein Netz habe und für das Recht auf Nichterreichbarkeit werde? Das spielt ja sozusagen den politischen Gegnern die Hände. Die sagen natürlich wie immer, alles erfüllt, Bayern ist Vorreiter. Da wollen wir gern auch Vorreiter sein bei der Umsetzung, dass alle nicht erreichbar sind. Deswegen nützt es uns wenig, in Westmittelfranken oder aber auch in Niederbayern Landstriche zu haben, bei denen man überhaupt nicht telefonieren kann. Auf der Herfahrt gestern haben wir eine Telefonkonferenz versucht zu schalten im Auto mit unterschiedlichen Beteiligten. Der eine war im Zug, der andere im Auto. Man kann Ihnen sagen, diese Telefonkonferenz ist nicht zusammengebrochen vor Lachen, sondern weil tatsächlich keine Erreichbarkeit da war. Und das in der heutigen Zeit, im Jahr 2020, sind ja die goldenen 20er, die anbrechen, auch in Bayern. Das ist natürlich eine Geschichte, die uns nicht gefällt und deswegen nochmal meine Kommentierung dazu. Bitte, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie können sicher sein, dass Sie uns erreichen, nämlich hier und jetzt mit Ihren Fragen. Herr Reichert, glaube ich, war der Erste. Ja, eine Frage an unseren Gast, Frau Esken. Frau Esken, ich habe mal in die Umfragewerte geschaut, da kamen jetzt auch mal Zahlen, bundesweit ist über 13%, in Bayern bei 8%.
Eine Frage, glauben Sie, dass Sie noch die richtigen Slogans und die richtigen Themen setzen? Also Stichwort demokratischer Sozialismus oder auch so Themen wie Infrastruktur, Projekte, Investitionen. Sie haben heute Morgen schon bei Bayern 2 im Interview gesagt, dass das natürlich niemanden emotional abholt, diese Thematik. Genau, ein Wort dazu bitte. Ich habe dazu gesagt, dass Investitionen als Begriff niemanden im Herzen treffen, weil man nicht so richtig was verbindet damit, das ist schon richtig. Da müssen wir schon erklären, worin wir investieren wollen. Aber zunächst einmal zu den Umfragewerten, die können uns natürlich nicht froh machen, das wird man nachvollziehen. Das ist eine lange Abwärtsspirale, in der sich die SPD in dieser Wahrnehmung schon seit längerem befindet. Wir haben beispielsweise als mit Schrecken gehört, dass nach der Bayernwahl in Umfragen die Menschen gesagt haben, wir wissen gar nicht mehr, wofür die SPD steht. Und darüber haben wir uns viele Gedanken gemacht, auch nicht nur hier in Bayern, sondern in ganz Deutschland. Wie ist denn dieses entstanden, dass die Menschen nicht mehr erkennen können, wofür die SPD steht? Und das hat mit früherer Politik zu tun, die eben die Fragen der sozialen Gerechtigkeit auch nicht wirklich im Mittelpunkt gestellt hat, in Phasen, wo wir auch als SPD dem Trend des Neoliberalismus ein Stück weit verfallen sind. Das muss man ehrlicherweise so einräumen. Das wird uns auch immer wieder vorgeworfen, ja. Und eben auch, also insofern Verlust der Glaubwürdigkeit ein Stück weit, aber eben Verlust auch der Erkennbarkeit, dann durch eine Politik, die eben in großen Koalitionen immer wieder natürlich den Kompromiss zum Thema erhebt und auch zum Erfolg erhebt. Natürlich sind die Kompromisse ordentlich, die wir machen, aber wir haben ganze Zeit lang einfach es versäumt, die Programmatik der SPD und das, was wir gerne machen würden, wenn wir beispielsweise alleine regieren würden oder eben auch mit anderen Partnern, dass wir das auch immer wieder ins Schaufenster stellen und auch unter Beweis stellen, dass wir es wollen, dort, wo wir regieren. Und ich glaube, dass wir das Wiedererlangen dieser Erkennbarkeit und dieser Glaubwürdigkeit, das ist ein langer Weg. Glaubwürdigkeit zu verlieren, geht schnell. Die wieder zu erlangen, ist ein langer Weg und auf den machen wir uns mit einer starken Programmatik, mit guten inhaltlichen Positionierungen, mit guter Arbeit, aber auch mit modernen Strukturen und mit einer Zuwendung vor allem in die Zukunft. Und wenn Sie jetzt die Investitionen ansprechen, dann muss ich einfach sagen, wir müssen den Leuten natürlich erzählen, wo wollen wir mit den Investitionen bei euch ankommen. Wir wollen für bezahlbaren Wohnraum sorgen, wir wollen dafür sorgen, dass eure Schulen, wie Sigmar Gabriel mal gesagt hat, die Kathedralen dieses Landes sind, weil es da eben darum geht, Zukunft zu gestalten, Zukunft zu ermöglichen für junge Menschen und zwar für alle, die gerechten Bildungschancen auch zu ermöglichen, auch für die, die von der Herkunft her, denen die Unterstützung zu Hause fehlt, ja. Und dass wir eben für gleichwertige Lebensverhältnisse überall sorgen, auf dem Land und in der Stadt. Die müssen nicht gleich sein, denn Stadt und Land sind unterschiedlich und haben auch ihre Stärken, aber sie müssen eben gleichwertig sein, es müssen gleiche Chancen vorhanden sein. Und da steckt tatsächlich der Teufel auch im Detail. Die Investitionen sind ja in den letzten Jahren schon angestiegen. Dann spricht man immer davon, die würden nicht abfließen. Woran liegt es, dass sie eben nicht stetig sind? Dass die Kommunen keinen sicheren Verlass drauf haben, dass die auch jedes Jahr fließen und dann werden keine Planungskräfte eingestellt. Und dann kann man ad hoc, wenn jetzt irgendwie sowas wie dieser Überschuss passiert und man sagt, gut, jetzt schüttet man mal eben Investitionsmittel aus, dann sind die gut, die zum einen Projekte in der Schublade haben und die aber auch die Kofinanzierung parat haben. Und das heißt, wir machen die reichen Kommunen reicher und schöner und diejenigen, die die Kofinanzierung nicht leisten können, die bleiben arm. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass wir diese Investitionen verstetigen, damit auch überall gute Chancen für die Bürgerinnen und Bürger, dass Wohnen, dass Bildung, dass Straßen, dass digitale Infrastruktur eben auch entstehen kann und dass wir auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz entsprechend fördern können, mit dem ÖPNV zum Beispiel, wie du sagtest, der seinen Namen verdient hat. Ja, die nächste Frage war von Hans Oberberger, Antenne Bayern. Frau Essen, der Kollege hat die Umfragewerte schon gebracht. Bayern 5-6 Punkte hinter dem Bund, das ist eigentlich schon fast traditionell, muss man sagen, egal auf welchem Level sich das bewegt. Es ist ja eigentlich kein Naturgesetz. Das heißt, so gesehen ist natürlich die Frage, warum ist das so? Und wie sehen Sie das im Bund? Gleichzeitig auf personeller Ebene muss man sagen, gibt es eine etwas Auseinanderdriften durch den Rückzug von Frau Kohnen, durch den zumindest geplanten Wechsel von Herrn Bonus, den es denn gehabt. Wie sehen Sie die Bayern-SPD aus Berliner Sicht und wie kriegen Sie diese Schere wieder zusammen? Wir sind ja inhaltlich, das hat man jetzt hören können, in vielen Dingen
in Anführungsstrichen auf einer Linie. Ja? Also wir haben, wir teilen dieselben Überzeugungen, auch im Übrigen die Analyse der Situation, was müssen wir tun, damit sich es weiterentwickelt, damit sich das Land weiterentwickelt und damit es auch sozial gerechter wird. Und also ich richte meine Grundhaltungen, und ich glaube, die Bayern-SPD ist da auch nicht anders ausgerichtet, nicht daran aus, wie jetzt gerade im Moment die Umfragewerte sind oder wie die Zustimmung für diese Haltungen ist. Denn die Haltungen die liegen mir inne. Also ich könnte nicht sagen, ich verabschiede mich jetzt mal vom Thema Gerechtigkeit. Das funktioniert ja nicht so richtig bei den Leuten. Gerechtigkeit ist ein Antrieb, warum ich überhaupt in die Politik gegangen bin. Veränderung der Lebensverhältnisse dahingehend, dass es allen Menschen besser geht, den vielen und nicht den wenigen. Das ist ein Antrieb, und das wird euch auch nicht anders gehen. Und deswegen bleiben wir bei unseren Themen und schauen in die Zukunft und sorgen für Sicherheit und Mut für Zukunft, damit die Menschen ihr Leben auch selbstbestimmt in die Hand nehmen können. Das sind alles Grundlagen guter Politik, mit der wir auch wieder mehr Zustimmung bekommen werden. Genau, und Herr Oberberger, ich ergänze natürlich noch, also inhaltlich haben Sie ja auch gesehen, die Themen, die wir in Bayern sehr, sehr stark auch nach vorne stellen und stellen müssen, die werden auch auf der Bundesebene jetzt sehr, sehr stark in den Fokus gestellt. Dafür auch wirklich, sag ich mal, großes Lob. Und wir haben ja mit dem Generalsekretär und Johanna Ueckermann bei zwei starke Personen ja auch in Berlin. Und unsere Kontakte, unser beider Kontakte sind auch sehr gut. Also ich sag mal, es läuft. Die nächste Frage war Mike Schier. Sie haben gerade die Rückbesinnung auf die soziale Gerechtigkeit angesprochen, auch dieses Glaubwürdigkeitsproblem der GroKo. Das hat jetzt natürlich Martin Schulz auch schon angesprochen und Andrea Nahles dann auch. Und jetzt sind Sie im Monat im Amt und die GroKo steht immer noch. Was haben Sie denn in diesem halben Monat innerhalb der GroKo auch erreicht, was jetzt für den Neuaufbruch stehen könnte? Ich bin da sogar überrascht, was wir schon davor erreicht hatten, denn die klare Ansage, es gibt keine Nachverhandlungen, es wird keine Gespräche geben, wir arbeiten den Koalitionsvertrag ab, der ist in Stein gemeißelt. Das ist ja schon sozusagen vor unserer Wahl gefallen, weil erstens meine eigene Ideen entwickelt hat auf der anderen Seite des Tisches, also bei der Union, aber weil man auch gesehen hat, dass es notwendig ist, weil es übrigens auch Teil des Koalitionsvertrags ist, zu sagen, übrigens nicht nur in der Mitte, aber eigentlich in jeder Situation, man stellt sich die Frage, hat sich die Situation verändert, gibt es aktuelle Herausforderungen, die eben auch neue Antworten verlangen. Und wir haben ja eine erste Koalitionsausschusssitzung jetzt vor Weihnachten gehabt, von der Botschaft nach draußen war es die Lebkuchen- und Ingwertee-Sitzung, und es war auch sehr angenehm und mehr haben wir auch nicht nach draußen gegeben. Aber natürlich haben wir über die Themen gesprochen, wir werden auch weiterhin über die Themen sprechen. Die Überschriften sind die Investitionen in die Zukunft, dass eben Investitionen verstetigt werden müssen, dass wir die Digitalisierung auch demokratisch gestalten, wie ich vorher ausführte, dass wir für ambitionierten, aber vor allem auch sozial gerechten Klimaschutz sorgen. Denn Klimaschutz muss man sich leisten können, wenn man falsch anfängt. Wir dürfen nicht die Menschen überfordern, wir dürfen aber auch nicht in unseren Zielen, in der Ambition unserer Ziele nachgeben, weil wir viel zu lange schon nachgiebig waren an der Stelle gegenüber der Industrie, aber auch gegenüber natürlich den Gewohnheiten, den liebgewonnenen Gewohnheiten, die wir alle ein Stück weit haben. Wobei sozial eher benachteiligte Menschen, die gar keine Möglichkeit haben, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen, denen zu sagen, jetzt gib halt dein Auto auf, ist auch ein Stück weit zynisch. Ja. Das heißt, da muss der Staat auch handeln. Deswegen auch da Investitionen. Und das letzte Thema ist tatsächlich der Arbeitsmarkt, Ordnung auf dem Arbeitsmarkt und die Stärkung der vor allem der niedrigen Löhne. Das ist auch natürlich der sozialen Gerechtigkeit geschuldet, aber aktuell einer Situation, dass die Konjunktur sich abkühlt. Und dass wir sagen, Niedriglöhne zu stärken, stärkt die Binnenkonjunktur, und damit haben wir die Möglichkeit, unserer starken Exportabhängigkeit so ein Gegengewicht zu geben. Aber Themen, die wir jetzt, wir haben ja, auch das ist, glaube ich, allgemein bekannt geworden, vereinbart, dass der Koalitionsausschuss auch weiterhin kein Krisengremium ist, sondern ein regelmäßig tagendes Gremium. Wir werden jetzt Ende Januar die nächste Sitzung haben, und wir werden dann konkret auch in die Themen gehen, und wir werden auch konkret zu Ergebnissen kommen. Nächste Frage, Christoph Trost, DPA. Weil Sie es von sich aus angesprochen oder angedeutet haben zumindest, dass es gewisse Positionen im Bundeskabinett gibt, wo Sie sich eine aktive Rolle wünschen würden. Sie haben die Infrastruktur angesprochen, da meinen Sie einen CSU-Minister.
Jetzt hat der CSU-Chef eine Kabinettsumbildung vorgeschlagen, nicht so genannt, aber gesagt, mit neuem Team und frischen Ideen in dieses nächste Bundestagswahl zu gehen. Wie stehen Sie dazu? Das sind Ideen, die Herr Söder da entwickelt hat, die beziehen sich auf die Minister seiner Partei, können sich im Übrigen auch nur auf Minister seiner Partei beziehen, denn das ist guter Usus in Koalitionen, dass jeder für sein Personal zuständig ist. Und insofern kann ich das kaum kommentieren. Ich hatte vorher von kompetenter Infrastrukturpolitik gesprochen, die ich mir wünschen würde, dass es da besser vorangeht, als es das eben tut. Und insofern schauen wir, wie sich da die Entwicklung weiter ergibt. Ich habe jetzt, ach, der Herr Oberberger. Eine Ergänzungsfrage noch, das heißt, Sie sehen das Kabinettspersonal der SPD keine Notwendigkeit, vielleicht nicht in Jungen oder Erneuerung. Überhaupt gar keine Notwendigkeit, darüber zu sprechen. Ich sehe jetzt gerade keine Fragen mehr. Es dürfen noch Fragen zur Klausurtagung gestellt werden. Herr Oberberger. Ich hätte noch eine kurze Anschlussfrage vorhin noch, weil Sie gesagt haben, weil angekündigt wurde, dass Sie beim Aschermittwoch auftreten werden. Das ist ja so ein ganz eigenes Feld, Bierzelt. Können Sie sowas und was nehmen Sie sich vor? ob ich sowas kann, werden wir sehen. Wir beiden, Sie werden wahrscheinlich dabei sein. Können Sie mal hinterher sagen, ob Sie fanden, dass ich es gefunden habe. Der Spaß habe ich auf jeden Fall dran an solchen Formaten. Und dann werden wir gucken. Und was habe ich mir vorgenommen? Die notwendigen Botschaften in dem Fall auch so ein Stück weit humorvoll rüberzubringen. Das ist, glaube ich, der Anspruch an den Aschermittwoch. Jetzt habe ich hier rechts den Überblick verloren. Wer hatte sich noch gemeldet? Haben Sie noch erschienen? Niemand mehr? Ich kann noch eine Punkt-Frage stellen. Weil anschließend an das, was Sie gerade gesagt haben, ja. Viele der Mitglieder, die Sie ja gewählt haben, haben Sie ja auch mit dem Hintergrund gewählt, dass Sie der GroKo sehr kritisch gegenüberstehen, ja. Und erwarten da ja wahrscheinlich auch jetzt demnächst und bald Ergebnisse. Und Sie klingen jetzt in den letzten Interviews, die ich gelesen habe, schon deutlich persönlicher, als es noch während des Wahlkampfes geklungen haben. Sehen Sie da nicht so eine Gefahr, dass Sie da jetzt auch von den Mühlen des Apparates irgendwie zu vereinnahmt werden? Ich glaube eigentlich nicht. Ich kann das allenfalls verbuchen darauf, dass ich wirklich auch schon Veränderungen sehe, Gesprächsbereitschaft sehe und eine höhere Chance, als es noch in unserem Wahlkampf sozusagen um die Spitze der SPD geklungen hat von Seiten des Koalitionspartners, dass man gesprächsbereit ist. Wir haben während der ganzen Zeit die Frage der Großen Koalition, die Frage der Zukunft der Koalition an den Inhalten festgemacht und nicht an der bloßen Frage, macht so eine große Koalition Sinn für die Demokratie? Rein demokratietheoretisch ist sie immer schwierig, weil sie eben die Volksparteien bis zur Nichterkennbarkeit aneinander schweißt. Und die Demokratie lebt von der Auseinandersetzung, gerade zwischen den beiden Polen, der progressiven und der konservativen Kraft. Ja. Und insofern, aber das ist reine Demokratietheorie, am Ende standen wir vor der Frage Neuwahlen bei der Entscheidung für die GroKo oder eben diese Koalition einzugehen. Wir haben einen guten Koalitionsvertrag damals verhandelt und wir haben uns aber vorgenommen, vor allem im Stil des Umgangs miteinander, aber auch des Umgangs mit der sozialdemokratischen Grundprogrammatik, anders zu agieren. Ich erinnere mich an Kevin Kühner, der damals sagte, wir dürfen halt nicht der Pressesprecher von Angela Merkel sein. Das heißt also, wir müssen unsere eigenen Inhalte vortragen und nicht die Erfolge der Regierung alleine. Und das ist uns vielleicht nicht perfekt gelungen. Das heißt also, auch da müssen sich Dinge verändern. Wir sind, glaube ich, von den Mitgliedern, die uns unterstützt haben, und viel mehr als nur die haben Hoffnung darin. Wir sind, glaube ich, dafür gewählt worden, dass wir Dinge verändern. Auch was den Stil anbelangt und auch was die Zusammenarbeit zwischen Fraktionen, Regierungsmitgliedern und Partei anbelangt, da die Eigenständigkeit durchaus zu betonen, aber trotzdem gut und solidarisch miteinander umzugehen. Und das wollen wir jetzt unter Beweis stellen. Nächste Frage, Arne Westorf. An den Arnold von der Bundesregierung und aus dem Koalitionsausschuss. Was für Projekte erwarten Sie sich, die wirklich Ihre Position hier in der Bayerischen Landespolitik stützen können, damit Sie sozusagen punkten können? Ja, zuerst einmal sind wir in den vielen Bereichen, wo die Bundesregierung funktioniert, schon mal dankbar dafür, dass sie so funktioniert. Stichwort Digitalisierung, da kommen 700
74 Millionen aus dem Bund. Das war Anlass für den Freistaat Bayern, Ende 2018 die eigene Finanzierung einzustellen, mit entsprechendem Defizit. Das gute Kita-Gesetz, all diese Dinge, die vom Bund aus angestoßen werden, sind tatsächlich Impulse, die wir aufnehmen. Und dafür müssen wir aber auch sorgen, dass im Freistaat Bayern, dass die Staatsregierung sich da nicht aus der Verantwortung schleicht und sagt, gut, wir machen das mit dem Geld und ganz andere Projekte dann auflegt. Wir haben ja diese Erfahrung schon mal mit der Ganztagesschule gemacht. Da hat damals jemand sein G8 damit finanziert, wo das eigentlich dafür gedacht war, das Geld aus dem Bund entsprechend die Ganztagesschule auszubauen. Aber ganz konkret erwarten wir uns, dass hier im Bereich des Umweltschutzes bzw. des Klimaschutzes effiziente, vernünftige Maßstäbe gesetzt werden, dass die Umsetzbarkeit der Menschen vor Ort leichter zu bewerkstelligen ist. Das Ding, was jetzt läuft, ist ja, hier vor Ort wird immer auf Bund, auf Berlin geschimpft. Tatsächlich muss klar werden, dass die Umsetzbarkeit nicht nur an den Vorschriften aus Berlin scheitert, sondern auch an der Inkompetenz der eigenen Verwaltung, der eigenen Regierung. Da bin ich jetzt beispielsweise bei der Umsetzung der Düngeverordnung. Und ich glaube auch, dass ein Paradigmenwechsel im Verkehr notwendig ist. Das, was bislang die Bundesregierung schwerpunktmäßig durch den Kollegen von der CSU geliefert hat, ist eigentlich mehr eine Autopolitik. Gerade wir hier in Bayern haben ja große Bedürfnisse, einen Anschluss zu finden an den Brennerbasistunnel. Da ist so wenig geschehen. Gerade wir hier in Bayern erleben es, dass wir an Tschechien angrenzen. Die Tschechen haben in Elektrifizierung bis von Prag bis an die Staatsgrenze durchgeführt. Aber im Prinzip, das Wort muss man so sagen, ist der ganze Raum im Bereich von Oberfranken verdieselt. Da ist keine elektrische Leitung. Und das sind die Dinge, die der Bund natürlich mitstemmen muss. Und zwar deswegen, weil die Bundesbahn in dem Zusammenhang natürlich klar und deutlich mit dem Herrn Scheuer definiert. Aber da geht es auch insoweit, einen Paradigmenwechsel auf dieser Ebene umzusetzen. Wenn das klappt, dann können wir auch den öffentlichen Nahverkehr in dem Zusammenhang darauf aufbauen und daran ankoppeln. Und das ist natürlich die große Herausforderung. Plus viel mehr, aber ich glaube mal, das ist der Schwerpunkt, das uns jetzt im Augenblick am meisten Sorge bereitet. Nächste Frage, Johannes Reichert. Auch nochmal Sie, Herr Arnold. Stichwort Autopolitik. Was halten Sie denn von dieser Idee von Enteignungen? Was halten Sie von dieser Idee demokratischer Sozialismus? Muss der Staat mehr umverteilen? Also die Idee des demokratischen Sozialismus ist eigentlich in unserem Parteiprogramm 2007 etabliert. Diese Idee leitet sich ab aus der Französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Und wir wollen unsere Wähler das in dem Bereich als demokratischen Sozialismus bezeichnen. Es geht darum, dass eine freiheitliche Situation da ist. Dass demokratischer oder der Sozialismus von anderen Systemen negativ belegt ist, hindert uns nicht daran zu glauben, dass Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, Chancengleichheit, Frieden und Respekt vor anderen, dass die in dem Zusammenhang weiterhin eine Rolle spielen. Deswegen will ich von dieser Spur, die gelegt wird, demokratischer Sozialismus wegkommen, denn es heißt natürlich auch, man muss sich überlegen, was damit gemeint ist. Wenn man das auspackt, sind wir eigentlich ziemlich modern, weil wir eine Ordnung verlangen von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, in der die bürgerlichen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Grundrechte für alle Menschen garantiert sind, alle Menschen eines Lebens ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt, also in sozialer und menschlicher Sicherheit führen können. Das ist jetzt ein Zitat aus unserem Programm, deswegen habe ich es jetzt mal vorgelesen. Und ich glaube, wenn sich manche westliche Demokratie nicht nur in Europa, auch über den entsprechenden Ozean daran halten würde, da hätten wir andere Verhältnisse, was das Zusammenleben auf unserer Welt anbetrifft. Und Enteignungen, da muss ich Ihnen sagen, das habe ich auch mal die bayerische Staatsregierung gefragt, den Herrn Söder, weil er mal in einer Regierungserklärung verlautbart hat, das ist sozialistisches Teufelszeug. Ja, dieses sozialistische Teufelszeug ist in der bayerischen Verfassung etabliert mit dem Begriff Enteignung. Das steht auch im Artikel 15 Grundgesetz. Und eins muss klar sein, Enteignung ist kein Raub, keine Wegnahme, sondern sie dient dem Gemeinwohl und muss ein Gesetz zum Gegenstand haben. Gerade die Saskia hat ja aus Baden-Württemberg stammend da Maßgebliches miterlebt.
Dort wollte nämlich damals das öffentliche Amt zugunsten von Daimler-Benz für eine entsprechende Strecke die Bauern enteignen, damit dort gefahren werden kann. Und da ist ja eine berühmte Entscheidung deswegen stattgefunden, dass keine Enteignung ohne Gesetz stattfindet. Da stehen wir dazu. Und sie muss immer das letzte Mittel sein, in dem Zusammenhang, das allerletzte Mittel. Deswegen ist die Enteignung als sich gesetzlich in unserem Rechtsstaat verfassungsmäßig etabliert, keine Idee, sondern tatsächlich auch eine Rechtsmöglichkeit, mit der man verantwortungsvoll umgehen muss. Und der Freistaat Bayern tut das auch, denn nach einer Anfrage, die ich auch gestellt habe, sind allein im Freistaat Bayern derzeit zum Straßenbau 9 Enteignungsverfahren anhängig. Das heißt, der Freistaat Bayern nutzt dieses Instrument, diese Idee der Enteignung, um uns von A nach B zu bringen. Und wenn das dann möglicherweise dann noch ökologisch sinnvoll mit einer vernünftigen Verkehrspolitik geschieht, da sind wir voll dafür. Ja, ich schaue in die Runde. Also wir hätten vielleicht noch ein bisschen Zeit, ganz kurz 2 Fragen noch. Aber dann müssten wollen Sie auch noch O-Töne haben, langsam zum Ende kommen. Also wenn es keine ganz dringenden Fragen mehr gibt, schauen die Runde ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse und ja, wir stehen für O-Töne zur Verfügung. Thank you.